Hallo zusammen, mein Name ist Aging Raptor und ich begrüße euch zu einem neuen Gemeistert. Heute mit der leichten Panzermission Nummer 2. Imagine as the Reconnaissance, und ich denke, das ist einfach Aufklärung, ist eigentlich ziemlich geradlinig. Ihr müsst 8 Gegner spotten, also ihr müsst der Erste sein, der die spottet, und ihr müsst das Gefecht überleben. Also, ja, eigentlich ziemlich einfach, wenn ihr überlegt. Aber vorne fahren, spotten und überleben. Secondary, ja, noch das Gefecht gewinnen. Da finde ich das schon ein bisschen wieder blöd, wenn man es überlegt. Die Secondary Condition ist das Gewinnen. Dabei wäre es doch viel logischer, das als Hauptargument zu nehmen. Also zuerst 8 Leute zu spotten und dann gewinnen. Und dann, wenn du stirbst, ja. Aber an der anderen Seite ist es wieder mal gut gelöst. Weil wenn du, dann könntest du einfach zum Beispiel auf Prokhorovka oder Malinovka einfach nur hüppederp über die Mitte durch in die gegnerische Basis reinfahren. Ihr würdet sterben, aber ihr habt die Mission gemacht. Doch nicht so schlecht. Aber es gibt was anderes, was ein bisschen sehr dumm ist. Was mir jetzt schon bei anderen Scout-Missionen aufgefallen ist, dass wenn ihr Jäger einen Diamant spottet, seid ihr meistens am Popo. Weil ihr müsst der Erste sein, der bei so einer Mission jemand spottet. Ich musste mehrere Gefechte machen, wo ich wirklich getryhardet habe, diese Mission zu machen. Und ich habe immer nur 7 Leute gespottet. Jetzt muss ich 7 Leute spotten bei der leichten Panzermission 2. Und ja, 3, Entschuldigung. Und ja, es funktioniert genau gleich. Scheiße, es funktioniert einfach nicht. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Es ist einfach blöd, wenn ihr mehrere Scouts im Team habt, dann müsst ihr wirklich voll YOLO Swag Jetty rein chargen und höchstwahrscheinlich auch sterben. Wenn ihr diese Mission wirklich haben wollt. Oder, ja, hier habe ich diesmal wirklich die getryhardet. Ich bin einfach vorgefahren und habe gedacht, ja, hörpederp, probieren wir mal zu spotten, ne? Vor allem auf Windpark. Glücklicherweise haben wir dann uns mal zuerst mal auf den Centurion 1 fokussiert und wir sind direkt in der Wand reingefahren. Und dann ist da oben noch ein T49. Von, seriously, Walter White. You're goddamn right. Vor allem, wenn ich ihm jetzt meinen Arsch zeige und er durchkommt, bin ich fast tot. Aber er schießt ihn. Naja, jetzt würde ich sicher wissen, wieso macht Raging Raptor diese Position? Wieso will er nicht einfach direkt wegfahren? Ich zeige ihm, noch kurz weg, meine Seite, weil ich gewusst habe, wenn er HE schießt, wird es sehr schwer sein für ihn, mich hier zu durchschlagen, weil ich habe, die Ketten sind ziemlich hoch, da ihr den Panzer, wie ihr sehen könnt. Und ja, einen Turm durchschlagen mit HE, ja, ist eigentlich auch nicht gerade so einfach. Nein, kriegen wir ihn nicht, leider. Aber ja. Und jetzt, weil Heat geschossen hat, war es sogar noch ein bisschen einfacher, weil auf der Seite uns durchkommen mit Heat ist fast unmöglich, weil die haben so dicke Ketten, ja, viel Spaß da durchzukommen. Aber ja, Jungs, wir haben schon die Mission geschafft eigentlich. Vorgefahren, haben die Leute gespottet, jetzt müssen wir nur noch überleben. Wir haben dann auch noch probiert, einen Snapshot zu machen und das ist persönlich aus meiner Sicht auch sehr wichtig. Wenn ihr Scouts spielt, müsst ihr probieren, mit Auto-Aim ein bisschen zu arbeiten. Klar, ihr werdet höchstwahrscheinlich nichts treffen, wenn er schnell fährt oder so, aber wenn er steht, könnt ihr was treffen. Denn ich persönlich finde es wirklich important oder so, das haben wir auch im Clanhorse gelernt, im T54 Lightweights fahren, dass ihr wirklich euch darauf konzentrieren müsst. Eher auf eure Umgebung, anstatt einfach immer zu stoppen, zu zielen und zu schießen. Wie ihr hören könnt, ich drehe gerade durch ein bisschen mit dem Auto-Aim zum Beispiel, ja. Aber ich persönlich finde es sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr Scouts fährt, auch ein bisschen mehr Auto-Aim benutzt. Ich weiß, es hört sich komisch an, natürlich, wenn ihr das könnt, gleichzeitig zu zielen und zu fahren. Ist gut so. Aber im Clan Wars ist mir einfach aufgefallen, wir spielen sehr viel mit Auto-Aim, weil ich persönlich bin ab und zu da, also bei einem von unseren Field-Commander bin ich der Shotcaller. Das heißt, ich gehe meistens mit den Jungs rein, wenn wir einen Rush machen zum Beispiel. Und dann schnauze ich alle zu und sage so 500, 500, 500, 700, 700, 250, zum Beispiel so. Damit die Leute ein bisschen sich darauf konzentrieren können. Und darum, ich bin dann meistens in so einer Position und mache dann immer so Auto-Aim. So. Und es funktioniert prächtig. Wir haben ziemlich gut viele Gefechte gewonnen. Aber ja, jetzt zum nächsten Teil. Ja, wir sehen können gleich mal wieder so einen Snapshot, ein bisschen eingezielt sogar noch. Und wir kriegen auch sogar noch einen schönen D-Track hin.
Ich probiere jetzt meinen Schuss zu baiten, dass er abbounced. Leider funktioniert das nicht ganz so gut, weil der WZ-132 ist ja kein T-54 Lightweight. Leider konzentriere ich mich auf den da, dabei wäre da oben ein Panther gewesen, den man einfach ohne Probleme hätte beschießen können. Und dann kommt ein Object. Ich mache noch kurz einen Snapshot, trifft glaube ich nichts außer Panzerung und bounce somit. Aber jetzt kommt was Wichtiges, was ich bei Scouts persönlich sehr wichtig finde. Ihr müsst euch können darauf konzentrieren, oder ihr müsst wissen, wer ist euer Viewrange. Dafür ist zum Beispiel dieser Mod fantastisch, der zeigt euch das ja an, was eure Viewrange ist, mit einem Kreis. So viel. Das gibt es sogar in Armored Warfare schon. Hier hat er einen Kreis. Soweit könnt ihr sehen. Momentan ist er, wurde ja geändert in 9.12. Dann der eure Viewrange und die maximale 445. Und ich weiß, dass das Object 360 Meter Viewrange hat. Vor allem auch wegen dem Mod unten rechts. Und darum, ich teste es nochmal aus, weil wir sind 330 Meter entfernt. Aber ich kann ohne Probleme eigentlich kurz anhalten, einzielen und einen Schuss setzen. Wirklich ohne Probleme, ohne mich in Gefahr zu setzen. Das macht mir auch beim Scout-Spielen so viel Spaß. Der Mind Games, die Gegner austricksen mit eurer Viewrange. Und ja, darum, wir werden jetzt probieren, noch ein paar Schüsse zu machen, werden wir leider aber nichts treffen. Und darum fahren wir jetzt noch auf eine erhöhte Position. Und ja, probieren jetzt noch ein bisschen zu piesacken von der Seite her, weil ein Scout hat auch eine Kanone. Und meistens sind sogar ziemlich gute Kanonen. Wie ihr jetzt gleich sehen könnt, der T-37. Und Dusch, leider ein Low Roll. Ein argen Low Roll, aber kein Problem. Er hat uns nicht mal gespottet. Die Zeit zum Einziehen und weg damit. Jetzt wurden wir gespottet. Aber perfekt. Keine Art in Sicht. Und der Centurion, der fällt gleich noch in einen Schuss von den zwei. Und ich wollte eigentlich noch einen machen, aber da war er schon weg. Und dann ist doch noch eine Tortoise, die auf uns zielt. Ja, nicht gerade dolle. Ne? Und dann sehen wir ein Object 704. Und der Typ, der lässt uns natürlich nicht zu, dass wir nach vorne fahren. Trotzdem probieren wir immer noch, nach links zu ziehen. Um zu schauen, ob wir noch die Tortoise ein bisschen beschießen können. Oder den T28 Prototyp. Ich probiere auch das Objekt 704 zu spotten. Und da ist es auch wieder. Es hat sogar kurz umgedreht, anstatt sich nur auf mich zu fokussieren. Aber ja, wie ihr sehen könnt, es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Wir lenken das Objekt 704 ab und unsere Leute überrennen die Tortoise. Sie ist sogar noch am Arsch um uns zeigen. Leider bouncen wir. Aber kein Problem. Das 704 macht wirklich arge Fehler. Es hätte vielleicht diese Schwäche von mir ausnutzen sollen, dass ich gerade am Nachladen war. Aber leider ist das Problem bei ihm, er kann fast nichts machen. Ich kann in Frontal ohne Probleme T-tracken. Und ja. Und ich kann mir auch noch einen Schuss erlauben von ihm. Das ist halt ein bisschen der Nachteil vom Objekt 704. Er kann jetzt hochfahren, bevor er von der Seite weggefratzt wird. Das hätte ich jetzt persönlich auch gemacht, aber da war es schon zu spät. Jetzt war ein One-Shot für mich. Ich habe nur noch gewartet und trotzdem zögert er noch. Und da kriegt der Q-Gamer noch den Kill. Ja. Das war meine Mission. Leichte Panzermission Nummer 2. Und darum gleich zu den Stats, die wir hier sehen. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Mission gemacht. Hier schön, da noch sogar ein bisschen einzielen. Kopf ist im Weg. So, schön gemacht. 8 Leute haben wir gespottet, 7 Leute haben wir beschossen. Das wäre echt auch gleich die leichte Panzermission 3 gewesen. Momentan bin ich gerade an der ein bisschen am Rumeiern. Wie ihr sehen könnt, 69%, ja, accuracy, obwohl wir auch ein paar Schüsse während Auto-Aims gemacht haben. Und 1469 Schaden gemacht. Und 1405 Spotting-Schaden. Ich glaube, der war auch öfters auch noch durch T-Track. Beziehungsweise, nein, das Objektivprofil, das habe ich schon persönlich gespottet. Wie ihr sehen könnt, 450.000 Silber direkt an unsere Kasse. Ja, wir haben uns geschlagen im Schaden. In unserem Team mittelmäßig, im Gegnerteam sehr gut. Wir haben sogar fast so viel Schaden gemacht wie unser T-54 als ein leichter Panzer. Ja, hat für uns super funktioniert. Wir haben sogar noch einen Kill gekriegt und die sind aus 10 von den
Experiences her. Also, wir wären Zweiter gewesen. Der Beste wäre Liuxo B gewesen. Aber ja. Dann noch hier, ihr könnt sehen, der öfter mal Schadens durch Snipen. Zwei Schüsse kassiert, eine Busch geschlagen, eine nicht Busch geschlagen. Ja, wir haben uns auch ein bisschen Battle Payments gekriegt und ordentlich Geld gekriegt. Vor allem noch mit der Mission. Aber ja, die Frage ist jetzt natürlich, was genau müsst ihr jetzt von dieser Mission lernen? In der Mission würde ich euch empfehlen, als Scout probiert öfters mal im Auto-Aim zu spielen. Hört sich dumm an, ist es aber nicht. Auto-Aim ist gar nicht mal so schlecht. Wenn die Gegner stehen, dann habt ihr eigentlich sogar eine ziemlich hohe Chance, die Gegner zu treffen. Mit dem Auto-Aim könnt ihr euch mehr auf eure Umgebung konzentrieren, wo ihr hinfahrt, und macht's öfters auch mal leichter. Dann natürlich Know Your Enemy. Das ist wirklich, was ich persönlich sehr wichtig finde. Ihr müsst euch entweder sogar ein bisschen reinleben oder auch diesen Mod haben mit dem kleinen Fenster. Das ist gleich Banshees, Tank-Infos. Das ist eigentlich eine kleine Tankopedia für euren Client. Könnt nach dem Gegner anziehen, dann kriegt ihr die wichtigsten Stats. Und wenn natürlich jemand nur 360 Meter Fury Range hat und ihr 380 und ihr seid 330 Meter entfernt, ihr werdet den spotten und der wird euch nicht spotten, wenn ihr nicht gerade ein Type 5 Heavy seid. Natürlich. Aber ja, ich denke, ihr seht, was ich meine. Es macht wirklich saumäßig Spaß, auch mit dem ELC ein T34 auf größeren Maps einfach zu schlachten. Er wird euch nicht sehen. Und ihr macht jedes Mal alle 10 Sekunden 240 Schaden. Aber ja, das sind so die zwei Sachen, die ich euch heute möchte lernen. Auto-Aim benutzen beim Fahren, damit ihr euch mehr aufs Fahren konzentrieren könnt. Und die Fury-Range known. Ja, die Fury-Range wissen von den Gegnern, damit ihr sie einfach outplayen könnt, wie ich es probiert habe mit dem Objekt 704, was auch eigentlich funktioniert hat. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag noch. Bye bye!